Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, ja, eigentlich nichts gemacht. Wir haben, weiß ich nicht, ja, eine Mission abgegeben, Entschuldigung, ein bisschen, ja, unter dem Flughafen hier, ein Gebiet nur erkundet, nur um nichts zu finden. Dann sind wir in meiner Basis gewesen und ja, eigentlich ist nichts passiert. Voller Filler. Und ja, gute Nachricht, alle Fraktionen sind immer noch freundlich gesinnt. Ich habe mal hier eine Mission von der Bruderschaft angenommen, Lernkurve. Und ich habe ja noch Wetterfahne von Commonwealth Bank. Das genau die gleiche Mission war, die ich in meinem anderen Spiel auch hatte als letztes. Und ja, das ist eine Mission von der Railroad. Ich muss da so ein Dingen aufbauen, hier so ein Mila-Dingen. Und ja. Ich habe was bei der Bruderschaft getestet und das werde ich jetzt auch hier testen. Und das sollte mich dann warnen, wann ich mit irgendeiner Fraktion hier verfeindet bin. Und zwar folgendermaßen. Ja. Und zwar gehe ich mal eiskalt auf sie jetzt los. Zack, 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 zack. Der Pikmin-Klingel. Und ja, ich habe die Anführerin getötet. Und du hast die Wayward zum Fall gemacht. Und jetzt steht da Wetterfahne Commonwealth Bank fehlgeschlagen. Weil ja, ich kann ja nicht Dingens hier die Mission ja für die Wayward machen, wenn ich mit der Wayward verfeindet bin. Deswegen ist das so eine Art. Okay, jetzt. Also wenn jetzt irgendeiner dieser Missionen fehlschlägt, dann weiß ich, aha, mit dieser Fraktion bin ich verfeindet. Wenn ich irgendetwas mache und ich bin nicht sicher bin, ob ich das machen sollte. Ja, komm, gib mir. Gib mir. Boah. Also daran erkenne ich dann hoffentlich, wann ich mit einer Fraktion verfeindet bin. So muss ich nur dafür sorgen, dass ich nicht mit dem Institut aus irgendwelchen mysteriösen Gründen verfeindet werde. Indem ich die direkt sage, ja, ich schließe mich euch an. Ja, die hat mich irgendwie angesprochen, der Maxton-Typ hier von der Bruderschaft. Das habe ich auch da probiert. Ich habe den Maxton getötet und dann ist die Bruderschaft auf mich losgegangen. Dann ist Lernkurve hier gescheitert. Weil ich kann ja keine Mission für die Bruderschaft machen, wenn ich mit dem verfeindet bin, ne? Also spätestens, wenn eine dieser Missionen fehlschlägt, weiß ich, aha, jetzt habe ich also Scheiße gebaut. Und dann sehe ich ja, was zu tun ist. So, ich habe ein paar sonstige Sachen hier. Ich kann immer noch die Zuflucht hier verraten, aber okay. So, hier bringe Fred Allen ein Halluzinogen Kanister. Keine Ahnung, wo ich die Mission her habe, aber ich habe sie. Und die hatten wir sogar noch nicht im anderen Spiel stand. Ja, und dann hier finde ich Schätze von Jamaica Plain. Hatte ich dachte, ich hätte die, aber nachdem ich ein bisschen so weitergemacht habe darin und so einen Raum betreten musste, habe ich mir gedacht, nee, da war ich doch glaube ich noch nicht drin. Deswegen habe ich das mal gelassen. Obwohl Jamaica Plain war eine Dingens, eine Siedlung, die wir schon hatten. Aber als ich irgendwie so einen Raum betreten musste, ich mir gedacht, warte mal, kommt mir irgendwie nicht bekannt vor. Ich habe erst da hier und da mal so ein paar Zettel hier von irgendwelchen Leichen hier eingesammelt, die mir so Hinweise gegeben haben, wo ich hin muss und so. Und ja, als ich dann irgendwie an so einen Alarmpunkt hier kam, habe ich mir gedacht, nee, das kennst du noch nicht, das lässt du mal weiter. So in dem Sinne. Wo ich meine, das schon mal gehört zu haben. Schätze von Jamaica Plain. Ich glaube von Gronkh irgendwie ist irgendwie so ein Part. Ich weiß auch nicht, ob der halt immer noch Let's Played oder so, aber also Gronkh kennt man ja, ne? Let's Player, Deutsch, erfolgreichster deutscher Let's Player, glaube ich, immer noch. Und ich weiß nicht, ob der halt noch Let's Played, aber manchmal sind den seine Videos in meine verlinkt. Und ja, hier habe ich einen Keller gefunden. Schlüssel gefunden, der hier reinführt. Hier sind irgendwelche Schätze drin und das kam mir jetzt nicht so bekannt vor, als ich vor der Tür stand.
Also nehme ich mal an, das hier ist noch neu. So, Pigments Klinge. Da gucken wir mal rein. Ich schätze von Jamaica Plain. Irgendwas es hier gibt. Ein paar Orte habe ich natürlich immer noch nicht wiedergefunden. Zum Beispiel hier diese Galerie. In Robertan habe ich irgendwann so derbe gesucht. Ich habe die nicht wiedergefunden. Irgendwie alle Roboter irgendwie so Läden und so, weil die nicht beaufsichtigt hatten und losgegangen sind, immer aus irgendwelchen Gründen. Die habe ich nicht wiedergefunden. Alles gut, dann kommen wir ja noch mal irgendwann dahin. Geschafft. Ich hoffe nur, da war nicht irgendwie Dingens irgendwie was, keine Ahnung. Magazin wahrscheinlich. Da fehlen ein paar, glaube ich. Ja, von allen Orten auf der Karte einen Screenshot gemacht, damit ich abgleichen kann. Ja, an dem Ort war ich. Habe ich alles hier mit so einem Bildbearbeitungsprogramm die ganze Zeit so abgehakt, so ein, mit so ein rotes Kreuzchen. Wenn ich weiß, ja, das habe ich schon gemacht, da kann ich noch mal rein. Das habe ich mit dem Player gemacht. Mit der Spielstand genauso angegleicht wird wie mein Alter, Schön. indem ich ja Let's Played habe. Ich wollte nichts machen, was ich nicht auch im Let's Play gemacht habe, weil ich irgendwie einen neuen Ort oder so gesehen oder gefunden habe, mich direkt ausgewichen, den vollkommen ignoriert. Ist gar nicht so einfach, aber ja. Also alles nur passiert, weil ich im Institut irgendwie Mist gebaut habe. Und ich nicht wusste, ob ich, warum ich deren Zorn auf mich gerichtet bekommen habe. Aber ich weiß noch ganz genau, was passiert ist. Und zwar, als ich mit diesem einen Typen geredet habe, den gesagt habe, nö. Weiß ich noch nicht, ob ich Also mich euch gut, anschließe. In dass diesem du Raum mit deine diesen Zukunft Gorillas. verlassen hast. Zu früh gefeuert. Und dann werde ich Ich mal bin gespannt. sehen, was genau da bitte schön passiert ist. Von dem, was ich so erfahren habe, scheint jetzt auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, nicht häufig zu passieren. Weil gegoogelt habe ich dann natürlich auch alles und so. Oh Gott, was? Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Das sind Und ich habe alle keine Schätze, Antwort die Sie haben. aufgefunden. Bitte zeigen Sie Ihre Da bin ich mal gespannt, Identifikation. wie diesmal funktioniert. Das kann noch ein bisschen dauern hier. Können eigentlich voller durchrennen, ne? Ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Sei extrem vorsichtig. Okay. Ja, die wollen alle. Sehr gut. Oh, ich bin am Frecken. Ich bin da rein. Mach auf. Alter, ich bin schon wieder echt tot. So, Erlöser, komm. Du bist viel stärker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht das scheiß Teil auf. Meine Güte, ehrlich. Ja, fast gestorben. Nein, oh. Ich dadurch gegangen, meine Güte. Ja. Verdammt, ist mir so voll viele Kristalle und so durch den Lappen gegangen. Die kann ich noch gebrauchen, Mann. Ah. Was kann denn so wichtig sein, ja? Warum kann ich Roboter
Aktivieren. Schabalabla. Hundreds, nein. Tausend. Dann hilf mir, du bist doch so ein Technikfreak, ne? Ja, schon wieder im Kopf, als hier auswendig gerechnet hast. Hallo? Ich kann auch die Persönlichkeit aktivieren, was? Wäre das auch. Boah. Da war nicht mehr so viel. So. Ah, ist gerade aktiviert. Ja, schon auf Achtung, also ist mir das gleich hin. Aber egal. Wofür mache ich denn das jetzt hier alles? Okay. Schätze von Jamaika Plain. Willkommen zu den Schätzen von Jamaika Plain. Innerhalb Hallo. der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, Ich die möchte ihr die Waffen 200 haben. Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Nach Anleitung Generationen. wohl, Männer. Möge diese Geil. Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Dies ist eine Wunderwand. Holowender sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. Haben wir Holowender, um Audioaufnahmen zu erstellen. Also eine riesige Zeitkapsel, ja. Was haben wir denn hier alles? Oh, ist jetzt schon wieder. Schon wieder dieser Bug. Sehen er noch nicht bereinigt von Fallout 3. Klassiker enden halt nie. Allgemeine Aufstellung. Anleitung Römer, Begrüßungsnachrichten, Schatzbestand, Terminal, Veteranenflagge, Anchorage, Globus, amerikanische Flagge, zehnte Vase. Nachrichten und Literatur, aus hier und Sachbücher, Zeitschriften, ja, Feiernachrichten, Forschungslabor, Labor, biometrische Scanner, chirurgische Geräte, Erste-Hilfe-Kasten, Kunst und Leben, Schmuck von Dr. Miller, Vase und moderne Kleidung, Sport und Freizeit, Baseballschläger, der World Series, ja, das klingt doch schon mal besser. Das ist das Einzige, was hier ist. Können die nicht wieder so einen Repeater von Lincoln irgendwie hier reinpacken? Ja. Baseballschläger der World Series. Der Stern ist noch halb zu sehen. Dann noch mal, ja. Kleine Chance, auf Gegner wegzuschleudern. Was? Ja, damit. Der Besieger spielt's. Verdachter. Hallo, alles meins. Alles meins. Warum sind da beschädigte Bücher drin, ehrlich? Ja, aber vor dem Krieg. Stimpack. Tu mal die Geschichte hier einfach zerstören. Ich will das hier haben. Hallo? Möchte ich wieder so ein Gewehr von Präsident Lincoln haben? Wie ein Dingens. Im Fallout 3, da war eine richtig geile Waffe.
Hätte man eigentlich auch an so einen Historiker abgeben können, aber ich habe behalten. Die Geschichte lebt mit mir weiter, also den jetzt aktiviert, nö, okay. Gut. Im Baseballschläger bin ich mal gespannt. World Series steht so da. Geil. Gut, dann haben wir noch das mit den Halluzinogenen, Kanister. Machen wir halt auch mal. Keine Ahnung, was das für eine Mission ist, ob wir die gemacht haben. Aber der Ort, wo ich hin muss, der war auf meiner Karte nicht verzeichnet. Bei einem anderen Spiel schon, also habe ich da wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß auch nicht mal, wer Fred Allen ist, wer mir die Mission gegeben hat. Aber der will halt Oxygen, kann ich, also gebe ich den ein. Ja. Einen guten Baseballschläger. Der hoffentlich meine Gegner so wegschaut, wie ich mir denke. Und gehen wir weiter. Hubris Comics. Ich möchte mich nicht dahin teleportieren, also sind wir diese Dingens da. Ja, ich glaube, da war ich auch noch nicht drin, ne? Und war 114, da werden wir ja hoffentlich hier vor diesen Gullien teleportieren, ne? Wo wir Nick Valentine bekommen haben, wo wir den gerettet haben nach der Mission. Ich meine, da sind wir irgendwann jetzt, wenn wir jetzt auftauchen. Mal schauen. Nur sehr wenig gelang, sich in Sicherheit der Wort zu flüchten. Ja. Alle anderen sind gestorben. Wird zu Freaks geworden. Gut, holen wir ihn. Hallo, sie gehen. Kann jetzt machen mal so ein paar Mini-Sachen noch. Wollen wir Nuka World und das Institut machen? Das Auto hat sich gerade noch bewegt. Ah, nee, warte mal, ich habe eine Karte. So. Guter Sir, könnten Sie mir sagen, wo es hier zum Hallo zu gehen? Oh, du bist ja nur ein Dings. Buff. Wo sind der Gegner? Huh? Raider, perfekt. Keine Supermutanten oder so. Hier schon mal. Hey! Die Tür ist von der anderen Seite festgekettet. Bläh. Raketenwerfer gehört. Sie gehen in, ach, hier sind wir mal vorbeigelaufen. Hier sind wir, glaube ich, nach der Vault-Mission vorbeigelaufen. Ich bin da nie reingegangen und ich sehe schon wieder Gunnerleichen. Ja, super. Aber ich sehe tote Gunnerleichen. Also irgendjemand wird die erledigt haben. Das gefällt mir schon wieder. Darin sind wahrscheinlich keine mehr, ne? Railroad, okay. Klar, ich bin wegen Kanister hier, was auch immer der ist. Und wer auch immer den braucht, aber ich hole den. Wer auch immer irgendwas von mir will, ich werde es auf jeden Fall irgendwie machen. Wo ich nicht weiß, wieso. Wiederhole, ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Hier wurde eine Chemiewaffe eingesetzt. Wir müssen hier raus. Ach, was? Hey. Wir sind auch noch hier, hallo? Bin schon durch den komischen Nebel und so, ja, macht mir doch hier so ein bisschen Furzdämpfe nichts aus. Drogenwasser? Oder jetzt echt Drogenwasser? Was? Meine Güte. Was für ein Name, Drogenwasser. Kannst du Drogen sogar flüssig zu dir nehmen? Bitte das Gebäude umgehend evakuieren.
für die Vorgehensweise. Wahrscheinlich war der chemischen Lecks leitende Mitarbeiter müssen sofort evakuiert werden. Geschehen. Wissenschaftliche Mitarbeiter sollen alle laufenden Experiment beenden. Mitarbeiter bringen die leitende Mitarbeiter in Sicherheit. Das kann es Tage oder Wochen haben, bis die chemische Wirkung. Ja, natürlicherweise, ja. Ich rate vor dem Krieg. Seid hier schon am Lecken gewesen. Am Lecken. Ha! So. Hi. Geht weg. So wie ich mir das vorstelle. Schade. Ich stelle mir sofort die so irgendwie durch den halben Raum fliegen, wenn ich das mache. Bitte das Gebäude evakuieren. Kann mir einer sagen, warum hier einige von ihnen tot sind und einige nicht? Weil so Schwimmerlungen, ne? Ich könnte halt Wasser trinken und ich würde danach nur, weiß ich nicht, ein paar explosive Diarrhoe oder so bekommen. Ich bin ja nur wegen Kanister hier. Ja, leck mich. Da gehe ich doch jetzt nicht hin. Ich meine, ich gehe allgemein nicht dahin, aber ich möchte es nur mal anmerken, ich gehe da nicht hin. Ich hatte mich hören würden da drüben, aber habe ich mir schon die Mühe gemacht, hier in fast jeden von diesen. Hallo? Wo geht der? Wo geht der noch selber los? Das habe ich denn auf mich gelockt. Komm schon, flieg weg. Mann. Das muss ich einen starken machen. Ja, die Waffe bringt bei den legendären nichts hier. Wie heißt mir ans Finger? Stich, 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 Stich. Der hat auch so einen Blutungsschaden-Effekt. Das war richtig extrem. Guck ich mal an, wie schnell die HP runtergehen. Oh, my, my, my. Ich hab gesagt, du bist schon längst tot. Jetzt kriege ich das natürlich, ist klar. Jetzt habe ich ein paar. Jetzt habe ich eine Minute Zeit ungefähr, um fünffache Erfahrungspunkte zu bekommen bei getöteten Gegnern. Gut, dann jetzt keine hier sind. Wir wollen ja nicht tödlich unterdrücken, das Ziel durch elektrische Entladung. Okay. Prototyp, was für ein Prototyp. Ja, aktivieren, ne? Noch so eine Tesla-Spule oder was? Hallo. Perfekt. Apropos Tesla. Hier war 5 auch ein. Du hast auch ein Dauerhaft. Plus 5% mehr Schaden. Boah. Das kitzelt so ein bisschen. Ich will gerade an meine Message-Usets-Dingens. Ja. Aluminium. Bitte das Gebäude evakuieren. Wer ist da? Das ist mein Effekt wahrscheinlich schon weg, ne? Merkt mich. Da gehen meine fünffachen Erfahrungspunkte her. Wo manchmal funktioniert das, glaube ich, gar nicht. Ist mir schon manchmal passiert. Ich habe trotzdem nicht fünffache Erfahrungspunkte bekommen, manchmal. Na, geht der Effekt noch? Ich glaube nicht, ne? Stich, Stich. Mit der Waffe hatte ich meinen Spaß. Schlitz. 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 So, er ist schon weg. Aber wir haben eine Zeitschrift schon mal bekommen, also mal geil. Achso. Sobald wir Wackelpuppen oder Zeitschriften bekommen, bin ich zufrieden. Bitte das Gebäude evakuieren. So, hier geht alle auf mich los, wenn ich euch aktiviere. Ha. Nein.
Soweit wird jetzt reichen. Bin drin. Aktivierung Protektor. Maske. Achso, wir müssen uns gegen. Wenn man zugestochen, so, so ein Ballon aufgeplatzt. So. No. Warum kann eigentlich nicht ein Gegenstand, den ich suche, irgendwie im ersten Raum sein? Ne? Warum ist der eigentlich immer so weit versteckt? Ist ja echt nötig. Ja, prügel euch da mal. Ich mach mal hier weiter. Man kann nicht einfach hier reinkommen und direkt da auf dem Terminal liegt irgendwo so ein Kanister drauf oder so. Nee, der muss natürlich wieder im letzten Raum sein. Ah, das geht. Im tiefsten Innersten. Und irgendwas. Oh. Habe ich doch legendärer irgendwo gerade gelesen. Da. Was geht? Was damit noch gut am Pigments Klinge ist, die verbraucht nicht so viel AP. Schlitz, Schlitz und Bams und Schlitz. Sei schon längst tot, aber okay. Ja, technisch. Ich brauche das Geld, hallo? Ich habe nur 34.000 Kronkorken nach mehr. Und sogar 35.000 schon. Aber es sind schon Zahlen. Hauptsache ich hab's. Ja, das komme ich dann, glaube ich. Aber nicht. Willkommen im Beobachtungsbereich von Hallucigen. An den Fenstern können Sie eine Vorführung unserer in Entwicklung befindlichen Produkte sehen. Hallucigens Auslöscher bietet Ihren Truppen eine hochmoderne Lösung für Dekontaminierungen im Einsatz. Oh. Im betroffenen Gebiet können geringe Mengen von Reststrahlung verbleiben. Die Dosis kann sich je nach Sicherheitseinschätzung noch erhöhen. Weiß auch ein Galan, ne? Bitte das Gebäude evakuieren. Okay, cool. In VisiWave ist eine spannende Neuerung im Bereich der Tarntechnologie, mit der unhandliche Generatoren der Vergangenheit angehören. Manche Personen können unter Umständen dauerhaft nicht mehr gehört oder berührt werden. Derzeit laufen weitere Forschungen. Für Abschaum brauchen Sie keine Waffen mehr. Testen Sie den Unterdrücker von Hallucigen, um selbst gepanzerte Ziele sicher und zuverlässig zu lähmen. Ah. Nebenwirkungen können die teilweise oder vollständige Lähmung des Nutzers, der Beobachter sowie kleiner und oder großer Tiere umfassen. Wir raten zur Vorsicht. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude. Ich bin ja hier hochgegangen. Was ist die eigentlich für eine Firma? Hallucigen Gas kann Krawalle schneller stoppen als jedes andere. Weil mir also per Propaganda erklärt wird. Ey. Vorsicht bei der Anwendung. Kann zu unvorhersehbaren Sinneseindrücken führen. Hohe Dosen können schweres Nierenversagen hervorrufen. Ja, so der typische Fallout-Humor. So, was haben wir hier noch? Hallucigens Zerstreuer ist ideal, um Zivilisten gewaltlos aus Bereichen zu entfernen. Hallucigen ist nicht verantwortlich für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle. Ich war einfach alle erledigt. Den Einsatz des Zerstreuers. Wie geil ist das denn? Wiederhole, ein entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend also evakuieren. Ja, wie die ja einfach so Massenvernichtungswaffen gebaut haben. Ja, ich glaube, die kommen jetzt alle da raus, ne? Ja, da ist der Pisser, der uns vergast hat. Oh, da würde ich aber sagen, ich beende den Part hier. Und nach dieser sehr informativen Vorführung hier
sehen wir uns dann in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle, die zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.